Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich werde das hier zwar erstmals als Let's Test ansehen, aber das wird wahrscheinlich ein Let's Play Projekt werden. Natürlich werde ich hier nicht alleine spielen, denn der iShooty HD ist hier an meiner Seite. Ihr kennt ihn bestimmt schon von Hunger Games oder sonstigen Projekten. Und wie gesagt, wir spielen hier MineZee. Das ist eine Minecraft-Modifikation, die dem DayZ-Mod nahe gehen soll. Und wir befinden uns hier schon in der Welt und laufen hier rum. Und ich merke gerade schon, dass wir... Nee, Fraps ist alles an. Nur, mein Sound ist irgendwie zu laut. Ich mach den mal auf 1. Oh, die rennen aber voll auf schnell. Ja, die Zombies sind extrem schnell. Auf jeden Fall hier in dieser Mod... Hier in dieser Mod geht es hier ums Überleben. Und wie ihr schon hört, Shooty ist gerade schon in Gefahr. Ich hoffe, wir finden ihn. Da ist einer. Geh einfach von den Zombies weg. Mama Mario ist da. Auf jeden Fall, wir suchen jetzt auf jeden Fall gegenseitig. Bei mir nicht. Wir suchen jetzt auf jeden Fall gegenseitig. Und sobald wir uns gefunden haben, werden wir die ganzen Gegner abschlachten. Ich denke... Ich muss wegrennen. Kann ich die töten, die Zombies? Ja, klar. Ich muss mir auf jeden Fall noch Reis Minimap hier holen für Minecraft. Habe ich hier noch nicht drauf. Und Rennerdistanz war jetzt höher gestellt bei mir. Ich sterbe. Ah, ersten getötet, zweiten getötet, ich bin noch. Bist du tot? Ja, nee, die zwei. Ich hab die. Okay, ich bin hier auf einer einsamen Insel. Aber das geht doch nicht. Was geht nicht? Ah ja, nicht rennen. Nicht rennen. Was? Auf keinen Fall rennen. Weil Hunger kannst du extrem schwer auffüllen. Also würde ich nicht rennen. Und Leben regeneriert sich auch nicht von alleine. Da muss ich jemand verbinden. Also wie im echten DayZ. Oh, da kommt einer. Ein Typ? Ja. Okay. Der will mich töten, jetzt töte ich ihn. Hoffentlich tötest du den. Ist es ein Anfänger? Ja, warte, das ist ein Zombie jetzt. Ja, das ist jetzt ein Zombie. Das geht doch nicht, das ist unfair. Das war dann die ganze Zeit schon Zombie. Noch einen getötet. Ja, das sind Zombies, das sind keine Spieler. Nein, ich habe den getötet, da stand doch im Chat. Ah, okay. Ich hab den Chat nicht an, weil hier zu viel gespammt wird. Bei mir nicht. Ich gehe auf jeden Fall gerade über eine Brücke. Bild verleckt bei mir richtig der da. Ja, das ist normal, sind viele Leute hier. Bei mir leckt es komischerweise nicht und ich nehme mit 70 FPS auf. Ist normalerweise nicht so. Irgendwie ist das momentan so. Ich find's natürlich super, also ich hab da nichts gegen zu sagen. Also gestern, wo ich aufgenommen hatte, hatte ich mehr als nur 100 FPS und jetzt habe ich gerade mal 74. 74 ist normal, das ist perfekt. Ich würde mir wünschen, so aufzunehmen. Ja, aber ich habe eigentlich immer 145 und so. Okay. Ja, du hast auch einen viel besseren Rechner als ich. So, ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Festland. Ich war gerade auf einer einsamen Insel und hier ist eine Burg. Hier ist eine Burg und ein Leuchtturm. Was siehst du gerade? Ja, das ist jetzt schon, warte, ich mache kurz gerade an. LOL, anderer Spieler. Der hat Rüstung! Der hat Rüstung! Angreifen! Ah. LOL! Oh Gott! Ja, jetzt habe ich wieder meine FPS-Anzahl. Nein! Alter! Scheiß, Mann! Warte! So, jetzt müsste es nicht blecken. So, ich hoffe, der tötet mich nicht. Es nicht fehlen. So. Okay, ich lasse ihn in Ruhe. Ich hoffe, der tötet mich nicht. Okay, er lässt mich auch in Ruhe, war auch ein Anfänger. Gut, der hat mich in Ruhe gelassen. Das finde ich richtig nice. Ich habe dir gerade geschrieben, dass ich Let's Player bin und so. Und da hat er mich in Ruhe gelassen. LOL, Eisenrüstung! Eisenrüstung! Weg hier. Fuck. Und Zombies hinter mir her. Ich hab oft die Waren drin. Hinter mir sind zwei Zombies und jemand mit einer Eisenrüstung. Und die Zombies sind verdammt schnell. Drei Zombies hinter mir. Ja, super. Nee, die töten mich nicht. Ich töte die gerade. Keiner hat mich bis jetzt gehittet. Ich bin hier der Pro. LOL, jetzt hat er mich gehittet. So, hier ist aber irgendwo noch einer. Die haben aber nichts gedroppt. Gar nichts gedroppt. Schade. Und jetzt habe ich einen FL. Oh, eine Truhe, ich habe eine Truhe gefunden und ein Zombie ist wieder hinter mir. Ich glaube immer im Kreis, ich weiß es nicht. Was siehst du denn gerade? Ich bin an der Stadt und da ist ein Typ drin. Schau jetzt mal kurz Texture Pick aus. Bei mir ist ein Typ mit Eisenrüstung.
Und ich habe Loot gefunden, ich habe eine Schere, damit kann man jemanden verbinden. Nice, jetzt habe ich wieder gute FPS-Anzahl, wegen dem Texturepack hat's geleckt. Okay. Auf jeden Fall, Shooty, geh mal näher ans Mikrofon. Lol, fuck. Ja, hallo? Ja, jetzt geht es besser, okay. Jetzt geht es besser. Ja, okay. So. Ja, also, wo bist du? Shooty ist noch Anfänger im Let's Playen, also flamet ihr nicht, falls ihr irgendwas falsch macht. Das hatte ich nämlich am Anfang, ich wurde geflamed. Flame ist böse, das macht keinen besser. Oh mein Immer schön Gott, Kritik geben, es. Aber nicht flamen. Oh, ich sehe ein Haus. Ich sehe hier Spieler und viele Zombies. Ich habe Angst, hier ist gerade einer mit Eisenrüstung gewesen. Oh nein, vier Zombies, ich sehe die nicht und du siehst Zombie. Ich gehe auf jeden Fall. Ich blockiere mich einfach. Ich bin gerade in einem Dorf. Melonen kann man die kaputt machen? Weiß ich nicht, muss ausprobieren. Ich glaube, ich werde hier demnächst noch bessere Musik hinterschalten. Denn ich bin tot. Bist du tot? Ja. Okay, du musst jetzt 30 Sekunden warten, danach kannst du wieder auf den Server joinen. Und dann einfach wie gerade eben. Ja, 30 Sekunden musst du warten, dann wieder auf den Server 3 joinen. So lange versuche ich halt, ich glaube, ich versuche jetzt mal erstmal meine Zeit in Ordnung zu bringen. Und hier wird nicht immer nur Shooty der Gast sein, hier werden auch noch viele andere Let's Players Gast sein. Ich habe schon LP Mirai gefragt, der wird wahrscheinlich schon mal dabei sein. Asking Alex wird natürlich dabei sein. Wazzamoon werde ich auch nochmal fragen. Und ich werde Angst haben, weil die gerade Zombies sind. Okay, warte, wo sind die? Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Truhe gewesen. Oder auch nicht. Hier ist aber ein Ofen, wo nichts drin ist. Und hier kommt ein Zombie rein. Okay. Ein Zombie werde ich jetzt erstmal schnell umhauen. Welches Straps dran schuld, dass es leckt? Jein. Kann sein, aber muss eigentlich nicht. Ich werde auch auf jeden Fall auch noch viel mit meiner FPS-Anzahl und hier tun müssen. Denn irgendwie lecken die Server ein bisschen. Zwar nicht stark und ich glaube, dass ihr davon gar nichts mitbekommt. Also jetzt die Zuschauer. Aber ein bisschen laggen die schon. Und hier ist gerade ein Spieler getötet worden. Ich habe Schokobohnen. Kann man die... Ne, man kann auch craften. Soweit ich weiß. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen Weizen. Noch etwas zum craften. Nice, ich hab's hingekickt. Hier ist noch was. Hier ist Rottenfleisch und... Okay. Okay. Ich habe hier schon einige Sachen gefunden. Die Sachen liegen daneben. Wieso liegen hier neben Sachen? Und 5 Pfeile. Okay, jetzt brauche ich einen Bogen. Wenn ich jetzt einen Bogen finde, bin ich richtig OP. Und wie ihr sagt, hier werden auch noch viele andere Leute dabei sein. Und hier ist noch eine Truhe. Schneebälle sind eigentlich richtig geil. Die sollte ich auf jeden Fall mal ausrüsten. Schokobon kann man also nur zu dritt stapeln. Okay, auch gut zu wissen. In Öfen... Nein, das leckt sicher. Okay. In Öfen ist schon mal nichts drin. Bist du schon wieder auf Server 3? Ja, ich bin schon längst im Game wieder. Okay, was siehst du? Ich bin in einem Dorf, glaube ich. Ein Dorf, okay. Ich bin auch in einem Dorf. Ist da neben Leuchtturm? Schon A steht da. Okay, ich bin nämlich gerade auch in einem Dorf. Ist da so eine Mauer drum? Dann sind wir nicht im selben. Schade. Ja doch, da ist aber so eine hohe, so kleine. Ja, die ist auch klein bei mir. Ich bin auf jeden Fall gerade hier in ein paar Häusern drin und irgendwie liegen auf den Kisten Sachen und da drinnen sind auch noch Sachen drin. Auf jeden Fall richtig nice. Wir werden auf jeden Fall hier schon mal richtig viele Sachen mitnehmen, denn wir versuchen hier natürlich nicht zu sterben. Wir versuchen so lange wie möglich zu überleben. Was man eigentlich auch in DayZ machen sollte. Vielmehr mein Z oder mein Sie. Ja, wird man sein. Es heißt ja eigentlich mein Sie, aber viele nennen es mein Z, also auch DayZ. Und ich habe mir das irgendwie so angewöhnt, aber ich werde mir das immer mehr angewöhnen, das mein Sie zu nennen. Denn mein Sie hört sich irgendwie besser an. Finde ich. Ich glaube, ich habe dich. Ja? Nee, ich bin gerade auf dem Haus drauf. Lol, leck. Jetzt geht es wieder. Ich kriege langsam Hunger. Ich muss auf jeden Fall essen. Ja, genau. Der hat sich umgedreht und mich getötet. Bist du wieder tot? Ja. Wie hieß der Typ, der dich getötet hat? Weiß es nicht. So, hier habe ich schon mal ein bisschen was zu essen. Und ich habe Stiefel. Manu. Kann mir jetzt irgendwer sagen, wieso auf den Kisten Sachen drauf liegen, wenn ich die sehe? Ist das ein Bug oder ist das extra so? Ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich mit... Extra so. Ja? Natürlich. Okay. Am Anfang lagen ja auch einfach Sachen am Spawn. Nee, das am Spawn ist normal, da werden die Sachen gezeigt. Ja, also. Und dann wird es da auch gezeigt. Nee, so das ist ja auf den Kisten. Die liegen ja auf den Kisten. Kann sein! Das ist eine gute Idee. Und die Kisten verschwinden, wenn man die ausgeräumt hat. Genau. Geil! Das ist richtig epic hier. Sag doch. Oh, fünf Service-Lots. Hier liegt noch was. Die Sachen liegen auch einfach so in der Welt mal verteilt, ne? Ach was. Geil, ey, das ist mega geil hier. Das ist ja richtig epic. Hier ist noch eine Kiste.
Geh auf. Mann. Noch ein Schwert, ich hab Schwerte, ich hab alles Mögliche. 5 Reserve-Slots. Tja, musste warten. Ich kann nichts dafür, wenn, aua, wenn du andauernd stirbst. Ich brauche unbedingt Verbandzeug. Ich glaube, mit meiner Aufnahme wird es nicht. Du musst mich auf jeden Fall heilen. Oh Gott, Zombie. Wenn wir uns sehen. Ich bin nämlich richtig angekatscht. Ich bin extrem angekatscht. Ich bin im Moment richtig angry. Richtig angry bist du? Oh, Zombie, komm her. Tschüss. Komm her. Lol, 2 Stück. 2 Stück, 2 Stück. 3 Stück sogar, wenn ich mich ja nicht verguckt hab. Gleich. Ich weiß es nicht. Impact. Lol, Schwert Ach, kaputt. Mein Schwert ist kaputt. Oh Gott. Nein. Weiter, weiter, weiter. Ich hab neues, ich hab neues. Ich hab noch 2 weitere Schwerter. Und hier ist eine neue Kiste. Ich brauche unbedingt ein Crafting Table. Wenn ich ein Crafting Table hab, überlebe ich. Echt? Ja, ich hab Essen. Hier ist noch mehr. Bei mir, da wo ich ein Dorf war, da war ein Crafting Table. Perfekt, Essen. Ich hab Essen. Hier nicht. Du regenerierst dich nicht. Ja, aber trotzdem habe ich Essen. Doch, wenn man isst, kriegt man ein bisschen dazu. Ein halbes Herz, wenn man isst. Echt? Ja. Ich hab gar nichts gekriegt. Fuck, da sind wir Zombies. Und da kommt schon der erste Zombie wieder auf mich zu. Ja, man kann den Zombies hier halt nicht entkommen. Man muss kämpfen. Man muss auf jeden Fall kämpfen. Nächstes Schwert ist gleich auch kaputt. Ich brauche unbedingt neuen Loot und ich darf nicht von Zombies entdeckt werden. Und auch auf gar keinen Fall von Spielern. Hallo? Ich bin in der Sandwüste. Und ich sehe da einen Matatz. Ein Friendly. Ja, macht ja nicht. Ich hab einen Freund gefunden. Echt? Ja. Wie heißt er? Weiß ich nicht. Hier sind 2 Stück. Hat er sind 2 Stück. Und hier ist einer. 3 Gems. Ich bin kein Freund. Ich bin kein Freund. Lol, der andere kommt von hinten. Der andere kommt von hinten. Das sind 2 Freunde gewesen. Und ich bin tot. Naja, das war der erste Versuch. Das ist die erste Testfolge. Ich denke, es ist gut, hier die Folge schon mal direkt zu beenden. Demnächst werde ich es einfach durchlaufen lassen, wenn ich auf jeden Fall auch länger lebe. Also es wird nicht immer Unterbrechungen geben. Das ist jetzt die erste Unterbrechung, weil ich halt gestorben bin, weil ich richtig scheiße gehandelt habe. Auf jeden Fall sagen wir bis zum nächsten Mal. Euer DarusLP und euer... Hi, Schutzi. Ciao.